Servus. So schaut das aus, wenn Drainagen gefräst werden. Im Auftrag vom Pipeline-Betreiber. Und die Drainagen nicht funktionieren. Die haben da ein Loch aufgeräumt, das Wasser in die neuen Drainagen reinkommt. Aber das ist. Ich traue mich gar nicht drauf, wenn ich das jetzt einen Meter tief im Wasser stehe. Das sagt mir, dass die Drainage nicht funktioniert. Da drüben, da wo es da an dem Eck schnell liegt, da ist das Wasser wieder aus den Sturzbächen raus, weil der Acker da oben und die Wiese dahinter total abgesoffen sind. Es wird nicht mehr durchgefahren mit Baumaschinen. Sonst der, wo nur mit den Seitenbeim durchgefahren. Sagen wir jetzt nichts, weil der Boden gefroren ist. Aber ja, da siehst du mal, wie die Versprechen halten. So, in dem Moment, wo das Rohr im Boden drin ist, ist alles scheißegal. Das ist so brutal. Da, zum Kotzen. Samstag oder die, wie sagt man da, Frässchacht, keine Ahnung, man sagt offen lassen, dass Wasser weg sitzen kann, aber es sitzt nichts. Es ist ein Bad da. Alter. Bin ich gespannt, ob das jemals wieder so wird, wie es mal war. Läuft das Wasser. Ach, dieses